Moin Moin Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Specs und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem brandaktuellen Guns of Boom Video. Es gibt jetzt hier zwei News, zwei Neuigkeiten. Zum einen gibt es nämlich wieder die Schlachtkisten für, Moment, jetzt in diesem Moment, wo ich das Video aufnehme, heute am Freitag, den 11. Januar. Es steht hier, 7 Tage und 21 Stunden sind die Schlachtkisten noch verfügbar und aus den Schlachtkisten könnt ihr Waffenteile für die Shotgun Dolores bekommen. Und zwar gibt es hier ganz rechts diese 300 Fragmente, die man bekommt, wenn man diese Leiste unten voll gemacht hat. Dazu würde ich empfehlen, die Kisten für 200 Credits zu öffnen. Da bekommt man auch generell noch die besten Sachen so mit raus, wenn man sich diese Teile gönnt. Und insgesamt braucht man, so wie ich das gehört habe, 2600 Schlachtmünzen, um einmal den Balken rechts unten voll zu bekommen, damit man 300 Fragmente für Dolores bekommt. Ich selber habe ja jetzt hier aktuell 12.728 Schlachtmünzen gespart. Ich hatte allerdings im Code Red Event und im letzten, jetzt gerade beendeten Neujahr Event jeweils ca. 20.000 Eventmarken erspielt, gespart, in der Hoffnung darauf, dass sie umgewandelt werden nach dem Event. Ich kann mich jetzt nicht erinnern ganz genau an den Stand meiner Schlachtmünzen vor den Events, aber ich glaube nicht, dass das... ich glaube nicht, dass ich Schlachtmünze dazu bekommen habe, und wenn, dann müssen das wirklich erbärmlich wenig gewesen sein. Ich habe deswegen gestern den Guns of Boom Support angeschrieben und warte da jetzt noch auf Antwort, ob die umgewandelt wurden und wenn ja, wie viele ich bekommen habe, weil das wäre dann auf jeden Fall ein Witz. Ich müsste da mehrere tausend rausbekommen und wenn, dann habe ich hier vielleicht 1000 oder ein paar hundert oder so nur bekommen. Aber darüber werde ich euch dann informieren, wenn ich Antwort bekommen habe von Guns of Boom, wie das aussieht. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz auf das Handgemenge ein und dann sage ich nochmal ein paar Sachen zu Dolores, meine Meinung dazu. Und dann spiele ich auch noch eine Runde mit der Dolores. Aber erstmal zum Handgemenge. Das Handgemenge geht natürlich jetzt wieder übers Wochenende, jetzt aktuell noch 2 Tage und 21 Stunden. Da gibt es wieder Prüfungen, mit denen ihr Schlachtmünzen verdienen könnt. Und da könnt ihr wieder den Vertrag kaufen für 250 Gold, damit ihr auch die unteren Aufträge abschließen und die Schlachtmünzen einsammeln könnt. Und das Handgemenge selbst ist aber ganz neu. Das heißt... das gab es vorher so noch nicht. Ich lese einfach mal vor. Hier steht, du kannst eine Kostprobe davon haben, wie es ist, ein professioneller E-Sportler zu sein. Kämpfe im Pro-Modus, der speziell für E-Sport-Turniere entwickelt wurde. Spiele mit Waffensets, die echte E-Sportler benutzen. Was damit gemeint ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Keine Zielhilfe, stelle deine Fähigkeiten unter Beweis. Das heißt, kein Aim-Assist, ganz einfach. Deine eigenen Ausrüstungsgegenstände werden nicht verbraucht. Das heißt, alles, was man da verwendet an Verbrauchsgüter wie Handgranaten, Medikits und so weiter, werden halt nicht von deinem eigenen Arsenal abgezogen. Jeder Spieler hat dieselben Werte für Gesundheit und Panzerung. Das heißt, die wird runtergeschraubt auf ein Level, sodass alle wirklich die gleiche Gesundheit und Panzerung haben, damit das eben fairer ist. Und wie gesagt, kein Aim Assist ist mit da drin. Was jetzt gemeint ist mit Spiele Waffensets, die echt die E-Sportler benutzen, ich glaube, das heißt, also ich bin ja kein E-Sportler und ich beschäftige mich damit nicht wirklich, aber ich glaube, dass im E-Sports-Bereich manche Waffen und Gegenstände eben nicht erlaubt sind und deswegen nicht verwendet werden können. Aber schreibt mir das sonst gerne in die Kommentare, da bin ich mir wirklich nicht ganz sicher. Und ich selber werde mir übrigens auch diesen Vertrag sehr wahrscheinlich kaufen. Ich werde jetzt übers Wochenende auf der Couch ein bisschen zocken, wenn ich sehe, ich kriege hier genügend Aufträge voll in der Zeit, wie ich gespielt habe. Dann werde ich mir diesen Vertrag hier auch für 250 Gold gönnen, um noch mehr Schlachtmünzen zu bekommen. Denn das ist die beste Möglichkeit, um Schlachtmünzen zu halten, zusätzlich zu den normalen Runden, die ihr jetzt spielt, während es die Schlachtkisten gibt. Da bekommt man ja auch ein paar, also ziemlich wenige Schlachtmünzen pro Runde. Jetzt zu der Frage der Fragen. Würde ich euch empfehlen, auf Dolores zu gehen, wenn ihr Schlachtmünzen angespart habt oder jetzt welche verdient während des Handgemenges zum Beispiel? Ich würde es mal generell so sagen, Dolores ist auf jeden Fall keine Fehlentscheidung. Ich finde, die Shotgun ist schon sehr gut. Man muss aber jetzt immer sehen, welches Level hat man aktuell und welche Waffen hat man aktuell. Wenn ihr jetzt also zum Beispiel eine Reaper, also eine, wie heißt die jetzt, ich gucke zu viele englische Guns of Boom Videos, eine Schnitter habt, eine Schnitter-Shotgun. Wenn ihr die zum Beispiel habt und auch auf ein entsprechendes Level geupgradet habt, das eurem Level entspricht, also je nachdem, dann würde ich euch nicht empfehlen, auf Dolores zu gehen. Dann würde ich zum Beispiel sagen, spart das Ganze, wenn ihr eine geupgradete Schnitter habt, dann ist die Shotgun definitiv besser als Dolores. Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt Stachelschwein zum Beispiel, dann ist auch eine Dolores kein unbedingtes krasses Upgrade. Also die ist vielleicht schon hier und da an gewissen Punkten ein bisschen besser, aber ich persönlich... Oh, jetzt habe ich mich gerade verschluckt. Ich persönlich würde sogar Stachelschwein der Dolores vorziehen. Aber wenn ihr jetzt sagt, ich spiele hier noch mit irgendeiner Gunbug-Shotgun und ich habe viele Schlachtmünzen angespart, dann würde ich sagen, holt euch die Dolores.
gönnt euch das Teil, wenn ihr das vernünftig upgraden könnt, dann wäre das auf jeden Fall eine gute Shotgun, die ihr euch holen könnt. Diese 2600 Schlachtenmünzen hier, um 300 Fragmente zu bekommen, entsprechen ja, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht verrechne, 200 Schlachtmünzenkisten, die man hier öffnen muss. Das nochmal kurz als Info am Rande. Also insgesamt, die Dolores kann man sich durchaus gönnen, wenn man aber Reaper-Schnitter geupgradet hat, dann würde ich Dolores auf jeden Fall nicht holen. Stimmt, wenn man eine Lawine hat, würde ich persönlich die Lawine der Dolores, glaube ich, bevorzugen. Ich habe die jetzt schon einige Male getestet. Ich glaube, ich würde sogar eher die Lawine nehmen und dann gar nicht auf Dolores gehen. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, wir schmeißen uns jetzt nochmal in eine Runde rein und dann versuche ich mit Dolores möglichst gut zu spielen. Ich habe ja schon mal ein Video letztens drüber gemacht. Ich komme insgesamt ein bisschen besser klar mit der Stachelschwein. Aber ich gebe hier mein Bestes, um euch die Dolores nochmal ein bisschen zu zeigen. Ich bin jetzt hier Level 50, das muss man ja auch bedenken von den Gegnern her. Meine Dolores ist auf Maximalstufe und let's go. Okay, dann sind wir jetzt hier auf der Map Farm gelandet und ich versuche mein Bestes hier mit der Dolores einigermaßen gut zu spielen. Muss mal kurz Sound lauter machen. Mal checken, wo kommen die Gegner? Oh, da hinten stehen sie und snipern. Ich sehe das schon an ihrer Körperhaltung. Die kleinen Ratten. Komm her, komm her. Nein, da kam der zweite. Okay, das war ein schöner Fail-Start auf jeden Fall. Aber eigentlich sollte die Map ganz gut sein, um mit Dolores zu spielen. Ich versuche jetzt hier irgendwie nochmal rüber zu kommen. In der Hoffnung, nicht abgeknallt zu werden. Na, die sind da alle da hinten wahrscheinlich am Campen rum. Ah, schade. Da hat er mich angeschossen und gemessert mit Königsmörder. Okay. Gut, aber was ich auch noch dazu sagen muss, ich spiele jetzt hier mit Maukelm. Mache ein bisschen mehr Kopfschussschaden mit der Waffe. Und vor allen Dingen habe ich die Gepard-Beinrüstung an. Das heißt, ich lade bedeutend schneller nach. Die Dolores Shotgun hat ja dieses Feature, wenn ich jemanden getötet habe mit dieser Waffe und kurz danach nachlade. Jo, läuft. Wenn ich jemanden damit gekillt habe mit der Dolores und kurz danach nachlade, lädt sie bedeutend schneller nach. Das ist halt so eine Funktion von der Shotgun. Nein! Oh, ich hasse es. Ohne Scheiß, ich blende das jetzt nochmal in Zeitlupe ein. Ich hoffe, das ist ein gutes Beispiel dafür. Es ist so oft der Fall, dass ich noch schieße. Ich sehe sogar, dass der Schuss den Gegner noch trifft, aber da er mich zuvor tötet, zählt der Treffer letzten Endes nicht mehr. Also der wird nicht mehr schadensmäßig anerkannt. Und das geht mir so auf den Pisser, weil das leider so oft der Fall ist in ganz auf Boom und das mega frustrierend ist. Also das ist einfach nur nervig. Aber egal. Ich hoffe, man konnte das jetzt einigermaßen gut sehen in der Zeitlupe. Und ich probiere weiter mein Glück mit Dolores. Ich sitze jetzt immer noch mit meiner neuen Mikrofonaufbau-Variante und somit ist wirklich ist keine Ausrede. Ich halte das Tablet bedeutend anders, als ich sonst immer getan habe. Und deswegen ist mein Gameplay so ein bisschen anders von der Steuerung her für mich. Hier konnte man das ganz schön sehen, dass ich mega schnell nachladen konnte mit der Dolores, nachdem ich jemanden damit umgebracht habe. Oh, ich bin tatsächlich Erster aus meinem Team. Ich habe das Gefühl, ich bin gar nicht so gut in dieser Runde, weil die hier so krass viel rumcampen da hinten in ihrer Base und rumsnipen, was ganz schön nervt. Aber ich renne da jetzt einfach rein. Mir ist das jetzt alles egal. Nein, oh Mann, Alter, da waren viel zu viele. Das war aber, ja, abzusehen, wenn ich dann die Base reinrenne. Da hätte ich schon Glück haben müssen und ich trottel. Ich hätte meinen Aukhelm aktivieren können. Mann, das war ziemlich unschlau. Das mache ich jetzt, weil die Runde eh gleich vorbei ist. Da hinten kommen sie. Ich habe mich selbst ein bisschen geblendet. Roller Snipe, das meine ich. Die snipen da einfach so hart mit Barracuda rein. Aber egal, ein bisschen konnte ich euch ja die Dolores Shotgun zeigen, wie die sich spielt gegen Level 50 Gegner. Dass ihr nochmal so einen kleinen Eindruck wenigstens davon bekommen konntet. Besser als nichts, habe ich mir jetzt gedacht, hier nochmal zum Abschluss von diesem Gameplay. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen mit meiner Meinung zu Dolores. Sie ist definitiv kein Fehlgriff, meiner Meinung nach. Und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß in einem Handgemenge. Ich gucke mir das jetzt am Wochenende nochmal entspannt an. Ich lasse das Gameplay hier von jetzt mal weg, weil das werden normale Runden sein, nur einfach ohne Aim Assist, mit weniger Rüstung, weniger Leben. Habe ich auch schon oft gespielt in meinen Community-Livestreams, die ich ja früher des Öfteren gemacht habe. Da haben wir auch fast immer im Pro-Modus gespielt. Also von daher ist es eigentlich nichts Neues, aber das als Handgemenge ist so gesehen neu. Ich wünsche euch auf jeden Fall, wie gesagt, viel Spaß beim Zocken jetzt am Wochenende. Habt noch einen wundervollen Abend. Ich denke mal, abends haue ich das Video raus und sage hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.